Sadhguru, ich habe fast alle deine Videos im YouTube-Kanal gesehen. Ich fühle mich völlig vertraut mit den meisten Dingen, über die du in Videos sprichst. Vertraut? Na gut. Also muss ich wirklich das Inner Engineering Programm besuchen? Es geschah einmal. Shankaran Pillai kam zum... Shankaran Pillai kam zum Mahamudra-Restaurant in Isha Live. Chennai. Das ausgiebige Menü, es ist 5-6 Seiten lang. Er las all das sorgfältig. Und dann fragte er, ich habe das ganze Menü gelesen, muss ich wirklich essen? Du weißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Menü lesen und zu essen und die Nahrung zu verdauen, den Geschmack zu genießen, es verdauen, den Nährstoff in deinen Körper aufzunehmen. Es macht einen Unterschied. Die YouTube-Videos sind Lockmittel. Nur um dich etwas zu kitzeln. Weil die Welt nicht in einem Zustand der Empfindsamkeit gegenüber dem Leben ist, wo sie natürlicherweise die Notwendigkeit erkennen würden, nach etwas Tiefgründigem zu suchen. Heute sehe ich die Food-Apps. 2019, beginne das Jahr mit einem Monat kein Kochen. Bestelle nur. Einen Monat werden wir dir Rabatt geben. Jeden Tag werden wir liefern, was du möchtest. Du musst für einen Monat nicht kochen. Also das ist, wohin wir gehen. Ich sage, die ganze Kultur weltweit geht in diese Richtung. Also muss das Menü richtig lang sein für Sie zum Auswählen. Es gibt bestimmte Arten von Leuten. Was für eine Art Leute sind Sie? Jemand ist ein Kaffeemensch. Jemand ist ein Teemensch. Jemand ist ein Sukko-Kaffeemensch. Genau so. Jemand ist so ein Mensch, jener Mensch. Ich sage, Menschen haben eine Vielfalt an Dingen angenommen. Also schreiben wir auch über Kaffee, auch über Tee, auch über Kopfschmerzen, über Mystik, auch über den spirituellen Prozess, auch über den Tod, über das Leben, weil es braucht ein so langes Menü heute, um die Aufmerksamkeit aller zu erlangen. Also liest du das Menü und denkst, du wärst genährt. Das wäre traurig. Inner Engineering ist ein strukturierter Prozess, um es in dein Leben zu bringen, um es in deinen Kopf zu bringen. YouTube-Videos sind okay. Um es einen Teil deines Lebens zu machen, brauchst du eine starke Praxis. Du brauchst ein tiefgründiges System, sodass es ein Teil deines Lebensprozesses und nicht nur deines Denkprozesses wird.